Hallo und herzlich willkommen bei Pantoffelkino. Heute mit Anna, Rike und Lars. Hi. Moin. Ja, es bleibt hart und heftig, möchte ich mal sagen. Aber wie auf einer anderen Ebene. Jetzt kommt mehr die psychologische Ebene. Nämlich David das ist Lynch. Doch, Teil des Vaterunser, oder? Wie im Himmel, so auf Erden. Stimmt, ja. Ja, stimmt. Oh, ja. Okay. David Lynch haben wir jetzt. Lost Highway. Das war anders. Mal was ganz anderes, genau. Und ja, mal gucken, jetzt kurz reingucken. Lost Highway ist ein David Lynch-Film. Dabei könnte ich es eigentlich belassen, wenn ich ein paar Jahre machen. Denn alle, die wissen, was es mit David Lynch auf sich hat, weiß, dass der Kerl hauptsächlich im Prinzip riesige Rätsel mit seinem Film macht, wo man entweder davor sitzt und überhaupt nichts schnallt, oder man sitzt davor und verbrutzelt sein Gehirn, weil es einen einfach anregt und man sich einen eigenen Reim drauf machen möchte. Lost Highway, dachte ich lange Zeit, ist der beliebteste oder bekannteste oder geschätzteste von David Lynch. Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall ist er einer der, doch ich würde sagen, das ist einer der beliebtesten, weil den habe ich am schnellsten mitgekriegt. Den habe ich vor über 10 Jahren auch gesehen, als ich angefangen habe, mich für Filme zu begeistern. Und war da noch relativ ratlos, was ich mit dem jetzt anfangen soll. Jetzt, 10 Jahre später beim zweiten Sehen, hat er mir wesentlich besser gefallen. Es geht ganz grob gesagt um den Musiker Fred, der mit seiner Frau René in einem Haus wohnt. Und eines Tages klingelt einfach irgendein Typ an seiner Haustür. Er sieht nicht, wer es ist. Einfach nur sagt, Dick Lauren ist tot. Und ab dann fangen die Sachen an, sehr, sehr komisch zu werden. Und dann kommt so Saxophonmusik, richtig? Und dann die kommt auch noch. Und er lebt zusammen mit seiner Ehefrau René. Und sie bekommen dann täglich Videokassetten vor die Tür gesetzt, die zeigen, wie jemand offenbar regelmäßig in deren Wohnung ist und sie aufnimmt. Es geht dann immer weiter. Schlafen. Mhm. Unter anderem, wie sie schlafen, auch bei anderen Dingen. Mhm. Es spitzt sich immer weiter zu und irgendwann sieht es so aus, als hätte Fred plötzlich aus weiterem Himmel seine Frau René getötet und landet im Knast und er scheint überhaupt nicht zu wissen, was von sich geht und ist völlig verwirrt. Und um den ganzen noch die Kirsche aufzusetzen, eines Tages wacht er auf und ist ein völlig anderer Mann. Und die Polizisten sind völlig irritiert, wissen nicht, was sie machen sollen, finden seine Identität heraus und weil sie, ähnlich wie wir, überhaupt nicht wissen, was gerade vor sich geht, lassen sie ihn laufen. Und dann beginnt dieser Mann, dieser Fred, in seiner neuen Identität einer Frau in Blond, die seiner ehemaligen Frau, nicht mehr da seienden Frau, total ähnlich sieht, nämlich der Alicia. Ich glaube, ab hier lasse ich es mal. Das muss man sowieso gesehen haben, um es zu verstehen. Ja, also, es ist halt, ich frage mich sowieso, wie die beste ideale Plot-Synopsis eines David Lynch-Films ist, weil ich möchte das Erlebnis nicht zu sehr vorwegnehmen, natürlich. Vielleicht hätte ich es noch knapper halten sollen, aber ich wollte so einen groben Umriss geben. Ja, man gewinnt ja auch gar nichts damit, wenn man die ganze Handlung erzählt. Ja, David Lynch-Filme sind halt wirklich Rätsel. Für mich sind sie Rätsel, dass er wirklich vorgesetzt bekommt. Und so, Leute, jetzt bratet mal eure Hirn. Habt mal Spaß damit. Also zu deinem, was du am Anfang gesagt hast, ich weiß nicht genau, ein paar David Lynch-Filme haben wir schon gesehen. Und wir haben vor allem Twin Peaks gesucht letztes Jahr. Twin Peaks jetzt mal außen vor gelassen. Ist das zumindest, würde ich mal sagen, der David Lynch-Film, der noch am verwurzelsten in der Realität ist, würde ich mal sagen. Also, Lost Highway? Ja. Was? Ja. Also, ich hätte Blue Velvet, so, echt? Ja. Ich hätte jetzt mal also Holland Inland Drive Empire, gesagt. Das war bei den ich hätte Blue Velvet genannt. Okay. Oder Mulholland Drive auch. Ja. Ja. Mulholland Drive, nee. Also, doch. Also da war... Ja, da gibt es da viel mehr verwirrende Momente, wo ich denke, so, what the fuck? Bei Lost Highway... Na, hier geht's mehr fürs Du. Ja. Ja. Es gibt natürlich trotzdem noch... Also ich sehe es auch so wie Lars, ich weiß, was du meinst. Also ich finde, er ist noch am also das ist, sagen wir, für David Lynch-Verhältnisse. ich finde aber auch ein paar Sachen, die ich, also ich habe mir so meine eigene, wir haben uns unsere eigene Theorie zusammengebastelt, aber nicht alles passt damit hinein. Also gerade die Videokassetten zum Beispiel, das kann ich nirgendwo einordnen, die Videokassetten, die sie geschickt bekommen. Ich kann auch den Mystery Man nirgendwo so richtig einordnen, also... Es ist davon abgesehen, dass es alles sehr surreal ist und habe ich trotzdem das Gefühl, ne, es gibt, das meine ich wahrscheinlich, es gibt eine stringente Handlung und ich fand es auch von der ersten bis zur letzten Sekunde spannend. Nicht nur dieses, weil man das Gefühl hat, so was passiert als nächstes, sondern auch, weil ich einfach wissen wollte, was den Charakteren passiert. Und
Deswegen, also deswegen sage ich das. Ich finde, es ist der noch am, wahrscheinlich ist er deswegen irgendwie am populärsten, weil er verhältnismäßig leicht zu verdauen ist. Ich habe das Gefühl, er fällt relativ schnell. Obwohl, ist nicht Dune tatsächlich, der ist er nicht? Der erste Dune, ist der nicht von David Lynch? Ja. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich ist der populärste. Ja, gut, okay. Ja, gut. Naja, mehr mit dem Mainstream-Publikum bekannt, würde ich sagen. Aber wenn du von David Lynch-Filmen sprichst, habe ich, deswegen war das mein erster David Lynch-Film, weil ich irgendwann halt von dem gehört hatte und dachte, okay, Zeit mal herauszufinden, wer dieser Motherfucker ist. Und dann habe ich halt Lost Highway gesehen. Und um es mal zu sagen, ich mochte den Film sehr. Ich mochte ihn sehr. Jetzt beim zweiten Film wesentlich mehr. Falls es nicht klar geworden ist. Ja, weil ich bin nicht so der David Lynch-Fanboy, aber es fängt so langsam an, dass ich immer mehr mal starte, ihn zu mögen. Weil ich hatte das wesentlich bessere Erlebnis jetzt hier, wo ich älter halt war. Und diesmal hatte ich viel mehr das Gefühl, dass ich für mich wirklich so ein Bild zusammengesetzt hatte in meinem Kopf, während ich das gesehen habe. Und bevor ich irgendwie interpretationstechnisch nochmal reinhaue, sagt ihr doch einfach erstmal gerne was, bevor ich wieder alles wegnehme. Also ich habe den gestern Nacht mehr angeschaut. Das war der letzte auf meiner Liste, weil den kannte und, ich halt schon einigermaßen gut. Ich habe ja erstmal die Filme geguckt, die ich noch gar nicht kannte oder lange nicht gesehen habe. Und habe den wirklich im abgedunkelten Raum nachts um 12 geguckt. Na, perfekt. Das ist geil. Das ist einfach geil. Das ist ja eben das, dieser Film hat eine unglaublich geile Atmosphäre. Mhm. Und da ist es auch egal, auch so ob das alles so logisch ist oder ob das alles so, man kapiert vieles nicht. Warum ist da plötzlich ein anderer in der Zelle? Mhm. Dieser Mystery Man, das ist ja so die Klammer eigentlich. Der kommt ja in beiden Handlungsteilen vor. Also die Klammer ist eigentlich für mich, auch, aber eigentlich ist die Klammer für mich... Patricia Arquette, weil so in den beiden Rollen. Ja gut, kann man auch so sehen, okay. Aber beide vielleicht, ja. Ja, die, für diesen Mystery Man, das finde ich auch, wo er ihn da auf der Party anspricht, ich bin bei Ihnen zu Hause, rufen Sie mal an und so. Aber das ist so geil. Aber noch geil, viel schlimmer irgendwie. Fand ich, als sein Gesicht sozusagen auf, also auf dem Gesicht der Frau da war, also wo er sich so im Bett umdreht und dann in dieses Gesicht guckt. Aber noch ihre Haare. Da lasse ich tierisch erschrocken. Ja, ich habe mich auch total erschrocken, weil also, dass der irgendwo auftaucht, okay, das ist dann halt irgendwie komisch, aber... Ich habe mich erschrocken, weil der Effekt so grottig aussah. Aber es saß trotzdem, Ja, natürlich saß Das auf jeden Fall, Nee, aber ich würde dir total beipflichten. Also ich weiß auch immer noch nicht wirklich, worum es geht, aber ich habe einfach diese Atmosphäre genossen. Also ich habe die Bilder genossen und einfach, es ist wirklich, glaube ich, von den David Lynch-Filmen, ich habe noch nicht alle durch, einer der vielleicht bestaussehendste David Lynch-Film bisher auch. Was ich lustig fand, ist, dass er ja Bill Pullman eigentlich so gestylt hat wie Kyle MacLachlan in Blue Velvet. Also die sehen sich ja total ähnlich, so mit den, wie die Haare so dunkel und dann so rübergekämmt. Und da habe ich mich fast gefragt, ob das einfach für ihn so ein Typ... Meinst du David Hepper, Dennis Hoppers Charakter in Blue Velvet? Nee, also den Haupttypen, Kyle MacLachlan? Ja, genau. Ich habe auch keine Ähnlichkeit festgestellt. Oder meinst du die beiden Hauptfiguren? Ich weiß gerade nicht, wie die Protagonisten in Blue Velvet heißen. Der hat mich, aber so vom Typ her, also als ob er einfach nur so eine Männerfigur hat, die halt immer so aus... Oh, okay, jetzt schnall ich, was du meinst. Die halt immer so aussieht und das ist einfach so ein Archetyp von seinem männlichen Protagonisten, dem dann halt irgendwelche Scheiße passiert, sozusagen. Würde mich bei dem David Lynch auch lieber überraschen. Genau, also das habe ich halt irgendwie überlegt, weil die Frau ist ja auch sehr stilisiert, also zumindest dann auch in der zweiten, in der Alice-Rolle dann so, also so dieser Marilyn-Look so ein bisschen. Femme, da war die Femme fatale, wirklich. Ja. So der Stereotyp eigentlich, absolut perfekt. Ja, ich war eher etwas irritiert, weil ich vorletzte Nacht lief im Fernsehen nachts nämlich Spaceballs. Ach so. Und dann das so, ist ein Kulturclash. Ja, das würde ich, denkst du, Bill Pullman in plötzlich so einer ernsten Rolle und dann hast du ihn vorher so als Trottel im Weltall da irgendwie erlebt. Aber zeigt ja seine Bandbreite, die er da hat. Ne? Ja, und dann auch irgendwie spielt er nicht bei Independence Day auch den Präsidenten? Ja, genau. Also genau, also es ist wirklich, der kann alles. Das ist aber dann eher eine schwächere. Aber ich finde, Patricia Arquette kann ja auch alles. Also ich finde, das ist wirklich auch beeindruckend. Sie ist ein göttliches Wesen, dass du nicht greifen kannst. Ja. Also. Und es ist... Ja, und ich genieße mittlerweile fast am meisten dann wirklich, deswegen finde ich es immer schön, das auch mit Lars zusammen zu sehen, weil uns dann danach wirklich so, und jetzt lass uns unsere Gehirne melden. Wirklich überlegen, wie wir das dann ausrichten können und so weiter. Für mich, weil viele haben überlegt, ist er vielleicht im Limbus, ist er vielleicht längst tot, ist das halt nur ein Drogentrip und so weiter. Für mich ging das bei den zweiten schon jetzt sehr viel um Identität insgesamt. Ich habe mich an Perfect Blue ein bisschen zurückerinnert, der ja meiner All-Time-Favorites ist, wo es auch um den Verlust der Identität geht. Und
das war irgendwie für mich das schwerwiegendste Thema, inwiefern, weil die Identität kann so viel leichter einbrechen, als die Leute mal denken. Mhm. Naja, dieser andere Typ, der denn da ist, der ist ja im Grunde das Gegenteil von ihm. Der hat nichts mit Kultur und Kunst am Hut, der ist einfach Automechaniker. Ja, macht aber alle Ladies glücklich. Genau. Also, weil so kann man das angedeutet am Anfang des Films, dass Fred auch impotent ist. Ja, genau, stimmt. So. Auf der Ebene. So kann man das irgendwie interpretieren. Aber aber für mich ist jetzt halt eine Veränderung so am Anfang des Films, wo so die Eifersucht steigt, wo Fred irgendwie merkt, dass er seine Frau nicht glücklich macht und sie vielleicht auch fremd geht und so weiter, wo sich vielleicht die Fantasie in Gang setzt und vielleicht auch eine entscheidende Veränderung seiner Identität, die vielleicht zu väterlichen Dingen führt oder vielleicht nur zu Wahnvorstellungen. Also Identität war für mich irgendwie das schwerwiegende Thema. Ich bin noch am, keine Ahnung, ich bin noch am Grübeln. Das Schöne ist nur immer, dass wenn man dann das diskutiert und dann fand. Das macht dann so Spaß, man löst ein Rätsel zusammen. Dann merkt man halt auch, wie eingängig der Film ist, quasi diese Identitätssache, ne? Und ob seine Frau fremd geht. Und da gibt es ganz am Anfang diese Szene, wo er im Club ist. Er ist ja irgendwie Musiker und ruft zu Hause an. Wahrscheinlich, weil er mit seiner Frau telefonieren will, aber nimmt halt niemand ab. Aber die Obwohl sie sagte, dass sie da ist. Genau, obwohl sie sagte, dass sie zu Hause bleibt, aber die Kamerafahrt ist so gemacht, dass man nicht sieht, was nun los ist, ob sie einfach im Bett liegt, ob sie schläft, ob sie gar nicht zu Hause ist, ob sie vielleicht schon tot ist, keine Ahnung. Das hast du nämlich angebracht, das fand ich interessant, ob sie vielleicht schon viel länger tot ist. Und so geht das halt immer weiter und das ist David Lynch, das ist toll und ja, deswegen top, guter Film. Ja, aber man merkt halt an seinen Filmen, beim nächsten Film wird es immer noch irrer eigentlich. Es steigert sich bei seinen Filmen. Das kann man richtig nachvollziehen. Weil danach kam ja dann noch Mulholland Drive und dann kam ja Inland Empire. Und da den war ich raus. Noch nicht. Da war den, ich raus. Den habe ich auch nicht gesehen. Also das ist wirklich. Auf den freue ich mich richtig. Da habe ich ein paar Bilder gesehen, wo ich dachte, oh, das sieht noch richtig schön mein. Ja, aber da wird es vielleicht enttäuscht sein. Also war ich zumindest. Das war nichts mehr für mich. Aber vielleicht hat man noch so ein paar Interpretationsansätze, wenn man quasi drei hintereinander guckt. Das hört nur so, oh Gott. Ich kann nicht mehr. Ich glaube wirklich, dass man dann also mehr so Motive und Zusammenhänge dann halt noch erkennt. Oh mein Gott, glaubst du an ein Shared David Lynch Universe? Wenn alle Männer gleich aussehen, das stimmt. Ich dachte auch gerade an Twin Peaks. Aber ich glaube, das ist wirklich eher so, dass er einfach denselben Everyman-Type immer hat in seiner Filme. Das war's für den Moment, aber weitere Besprechungen aus unserer Kinosendung findet ihr zum Beispiel hier. Oder wenn ihr unsere ganzen Sendungen sehen wollt mit noch viel weiteren Filmkritiken, dann klickt ihr hier drauf. Das ist nämlich hier der Link zu Massengeschmack TV. 14 Tage kostenlos testen, einfach mal reinschauen, es lohnt sich.